Ja, es ist wieder mal soweit. Ich suche dich. Und zwar, wenn du dich mit der Videobearbeitung auskennst und ein Cutter bist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist René Osmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stellen wieder ein. Und zwar, wir suchen einen Cutter oder eine Cutterin für meine YouTube-Videos. Es ist so, dass ich so viel Content auch schon aufgenommen habe, den ich noch gar nicht schneiden habe können, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe. Da brauche ich unbedingt Hilfe dazu. Das ist Punkt A. Und Punkt B, wir wollen sehr viel mehr in dieses Thema YouTube Shorts reingehen. Und auch da ist einiges zu schneiden und vieles zu tun. Und ich schaffe das einfach allein nicht mehr. Ich glaube auch, und das ist jetzt mal so ein Gefühl, ich bin auch kein Profi-Cutter, überhaupt nicht, nicht einmal annähernd. Ja. Also ich stelle mich hin, mache mein Programm, erzähle einfach das, was mir wichtig ist, erzähle meine Erfahrungen, mache einen Test etc. pp. Aber schneiden tue ich nicht wirklich. Und ich kann mir aber vorstellen, dass man besonders im Bereich der YouTube Shorts und so weiter einfach lustigere Dinge auch tun kann. Ne? Da brauche ich Hilfe einfach. Ich brauche da jemanden, der das professionell drauf hat. Und zwar, wir suchen eine Vollzeitstelle. Ja. Es ist eine Anstellung. Also ich möchte nichts auf selbstständiger Basis machen. Warum? Ich möchte die Leute sozusagen bei mir haben. Ich möchte, dass die sich auch wirklich ganz tief in diese Materie, René Rossmann und alles, was wir da so haben. Wir haben einige YouTube-Kanäle, wir haben einige Shops, wir haben einiges, was wir so tun, wirklich auch reinlassen können und einfach auch die Sicherheit haben. Gut, das ist jetzt mein Job. Ich kümmere mich darum, für die Videoproduktion bei René Rossmann einfach alles, was dafür notwendig ist, auf die Beine zu stellen. Und eben auch zu cutten, logischerweise. Ja, da braucht man einfach die Zeit dazu, weil sonst könnte ich auch selber weiter wursteln. Ja, mache ich nämlich. Ich wurschtle momentan. Für die Bewerbung, ich gebe dir unterhalb von dem Video natürlich wieder den Link auf unsere Webseite, wo du dich bewerben kannst und wo auch die offizielle Stellenausschreibung dabei ist. Aber wenn du dich bewirbst, gibt es etwas und ohne dem brauchen wir nicht weiterreden. Und zwar, ich möchte gern sehen, wie du so etwas gestalten würdest, ein kleines kurzes Video, ein YouTube-Short. Das gehört trotzdem dir, ich werde das natürlich nicht veröffentlichen, klar, das ist nur intern, also keine Sorge, das ist alles diskret logischerweise, sondern ich möchte einfach sehen, was dein Stil wäre. Soll bedeuten, du kannst alle Videos benutzen, die es auf meinen Kanälen gibt, hier auf dem Survival Shop Kanal. Ich habe dann auch noch den René Rossmann Kanal, ne, wo er ein bisschen philosophischer wird. Dann gibt es den Messerkanal, es gibt den Boxsport Kanal, Kaufberatung, Kräutermentor. Es gibt ganz viele Sachen, die ich da mache. Und du kannst ein Short-Video machen, entweder zu einem speziellen Thema oder lustige Memes vom René oder was auch immer dir einfällt. Es ist egal, es geht nicht, und das möchte ich dazu sagen, um den Inhalt per se, sondern es geht einfach darum, dass du was produzierst, damit wir mal sehen. Ich und auch mein Team, damit wir sehen, was du so machst und was du so drauf hast und wie du dir das vorstellst. Was auch für mich noch wichtig ist, und dann erzähle ich, was du dafür bei uns im Team bekommst. Du brauchst eine Affinität zum Thema Outdoor, Messer und solchen Geschichten und Survival und Bushcraft. Also auf gut Deutsch, das muss da taugen. Also ich brauche, und das sage ich auch so, das habe ich auch gelernt, ich will keine Leute haben, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben. Ich will Leute, die Messer, Armbrüste, man muss jetzt nicht alles mögen, ja, aber Survival, Bushcraft, Outdoor, Wald, Natur, diese Dinge mögen. Eins von denen. Am besten alles, aber zumindest eins von dem. Denn nur dann macht es einfach Spaß für mich auch, ja, weil dann braucht man nicht immer alles erklären. Ne? Und sagen, okay, das ist ein Messer. Ach, so ist ein Messer. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Du brauchst ein Feuer dafür, du brauchst eine Leidenschaft dazu, dir muss das einfach taugen, dann bist du bei uns richtig. Ja? Was gibt es bei uns? Es gibt ein sehr junges Team. Naja, ich bin nicht jung. Nein, es gibt ein frisches Team. Ja, frisch. Bin ich frisch? Nein. Du arbeitest also direkt mit mir zusammen. Das heißt, du stimmst alles, was Videoproduktion für alle unsere Kanäle, ob jetzt YouTube oder Instagram, aber natürlich auch die ich sage jetzt Werbevideos, das ist alles billige Eigenwerbung. Ja. Wir machen jetzt sehr viele eigene Produkte, die brauchen auch nicht nur ein Blabla vom Reine und ein bisschen lustig und auf Gaudi, sondern auch wirklich schöne Produkterklärvideos. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und da stimmst du direkt mit mir ab. Also ich bin deine Schnittstelle.
Es gibt dann natürlich auch noch andere, zum Beispiel bei der Produktentwicklung und auch mit dem Produktmarketing hast du Anknüpfungspunkte. Bei der Produktentwicklung, das sind ein paar andere Leute, das ist die Claudia und der Mario mit dabei. Und Produktmanagement mache ich momentan auch noch selbst, aber auch da wird sich das eine oder andere tun, aber das erzählen wir an einer anderen Stelle. Und das ist sozusagen, das sind deine Schnittstellen. Es ist so, dass ich mir vorstellen kann, für diese Tätigkeit auch ein bisschen ein Homeoffice, was wir ja bei den letzten Stellenausschreibungen bei unserem Qualitäts- und Produktionsmanagement nicht hatten, weil das musste einfach da sein. Das kann ich mir vorstellen, aber nicht ganz. Also wenn du jetzt sagst, okay, du willst niemals zu mir herkommen und willst nie etwas hier bei mir machen und willst niemals zu uns nach St. Pölten kommen und das ist für dich überhaupt kein Thema, dann wird es auch nichts werden. Also wir brauchen ja auch die Tuchfühlung, dass wir gewisse Dinge, Videos auch gemeinsam machen. Ja, nicht immer alles, aber doch. Und das geht meiner Meinung nach hundertprozentig remote einfach nicht. Aber ich glaube, ich habe genug gelabert. Wenn dir das Thema interessiert, dann Dankeschön, ich freue mich auf dich. Ich gebe dir unten den Link. Schau dir die Stellenbeschreibung an, all die technischen Daten sozusagen, die dafür notwendig sind. Mach uns ein kurzes Short-Video. Ein kurzes Short-Video. Wie du willst, was du willst, zu welchem Thema, vollkommen egal. Ich möchte einfach deinen Stil kennenlernen. Ich glaube, das war's. Und wie gesagt, alles diskret, ja, wird nichts veröffentlicht von meiner Seite, ist wirklich nur für die Bewerbung da. Wenn du Fragen hast, stell sie ganz einfach. Und ja, ich freue mich auf dich. Dein René Rossmann und ciao, ciao.